mein Lieblingsthema. Man fährt von Brüssel mit dem ICE nach Köln, von Köln mit dem ICE nach Hamburg und von Hamburg mit dem ICE, wenn man Glück hat, wenn man nicht Glück hat, mit dem RE, nach Rostock. Von Straßburg fährt man von Straßburg nach, nach Baden-Baden, glaube ich. Über Kehl, genau. Und dann fährt man nach Hamburg, also dann die gleiche Strecke über Köln nach Hamburg und dann wieder nach Rostock, außer man hat den Anschluss verpasst, dann fährt man weiter über den mit dem ICE nach bis nach Frankfurt und dann von da aus bis nach Berlin und dann von da aus bis nach Rostock. Und wenn man Pech hat, verpasst man den Zug in Berlin um 5 Minuten. Der wartet nicht, da muss man 2 Stunden warten und dann kommt man nachts um 2 Uhr an auf den Donnerstagabend. Das ist natürlich mir noch nie passiert. Die Bahn ist ja immer pünktlich. Genau. Also ich hatte nur gute Erfahrungen damit bisher. Und ich würde mir, was ich mir wünschen würde, wäre, also, dass wir die Strecke nicht viel schneller hinkriegen. Also wie gesagt, 9 Stunden dauert es von Brüssel aus, von Straßburg eigentlich auch 9 bis 10 Stunden. Mit so einer Verspätung bin ich dann halt 12 Stunden unterwegs. Und ich würde mir halt wünschen, einen Nachtwagen. Weil dann kann ich halt, dann fahre ich auch 8 Stunden, nur ich kann halt zwischendurch schlafen und es ist egal. Aber so sitze ich rum und mache nichts. Ich kann ja nicht mal ins Internet gehen, weil ich kein Internet habe. Also das ist wirklich dann auch sehr, sehr störend. Ich lese sehr, sehr viel dann auf der Fahrt. Aber irgendwann ist auch jeder Gesetzestext durchgelesen. So, dann eigentlich.